Hi. Na Leute, wir müssen mal über die Worlds reden. Mach das wunderbar! Was ist denn da los? Die Worlds. 2017, Krokettenkalle ist endlich mit dabei. Ja, freue ich mich natürlich sehr. Als Moderator darf ich also dieses Jahr mit dabei sein und das Ganze mit euch begleiten. Ich bin einfach total gehypt. Fnatic ist in der Gruppenphase angekommen, hat die Play-Ins überstanden. Für mich war das natürlich ein sehr schönes Gefühl. Die Play-In-Phase war für mich auf jeden Fall mal ein neues Erlebnis, weil ja im letzten Jahr Wildcard immer so ein bisschen abgetrennt von den Worlds war und ich da auch nicht ganz so viel mitbekommen habe, weil das immer so war. Die Wildcard-Teams, die machen da hier schon die Dinge, die sind ja eh kacke. Ich persönlich war ein bisschen traurig. Young Generation war für mich ein sehr, sehr großer Favorit eigentlich, was die Wildcard-Teams angeht. Dennoch, Fenerbahce ist weiter. Und das heißt für uns, ja, wir müssen halt so ein bisschen schauen, wie die Wildcard-Teams sich jetzt etablieren können. Ganz gespannt bin ich auf Gigabit Marines, die ja quasi über die MSI ins Slot gesichert haben in den Worlds. Also so gesehen, für mich sind es immer noch zwei Wildcard-Teams, die daran teilnehmen. Aber wir werden sehen, wer sich besser behaupten kann. Team World Elite hat mir sehr, sehr gut gefallen. Für mich sogar das souveränste Team aus der Play-In-Phase, ehrlich gesagt. Und nun wird es richtig spannend, denn die westlichen Teams konnten sich durchsetzen. Na, da wurden doch einige Stomps durchgebracht. Gerade in der Gruppenphase konnte man sehen, dass da das ein oder andere Team aufgewacht ist, ne? Speziell Fnatic, beziehungsweise im Prinzip der gesamte Westen konnte eigentlich sehr, sehr gut dominieren, auch wenn so ein paar unschöne Momente, sage ich mal, dabei waren. Aber man hat jetzt wirklich mal gesehen auch, was für Potenzial die verschiedenen Regionen mit sich bringen, also gerade zum Beispiel Lion aus Südamerika hat mir sehr, sehr gut gefallen oder aber auch Young Generation, die dann leider gegen World Elite rausgeflogen sind. Und jetzt kommt die Gruppenphase und da wird es für den Westen dieses Jahr, glaube ich, ziemlich düster. Gerade für Europa sehe ich da leider gänzlich schwarz. Misfits sehe ich überhaupt nicht so weit. Fnatic muss sich gegen Immortals aus meiner Sicht durchsetzen und Immortals ist ein Team, was ich relativ hoch ansehe. Und dann gibt es immer noch G2, die aus meiner Sicht halt auch eine ganz, ganz schwere Gruppe haben. Vielleicht können sie jetzt weiter werden, aber ja, G2 und Fnatic sind die einzigen, die ich da noch mit Chancen sehe, einen zweiten Platz zu kriegen. Was so Europa und die amerikanischen Teams angeht, muss ich sagen, schwierig. Einfach weil China sehr, sehr stark ist. Dieses Jahr wirklich. Ja? Ich weiß, alle Experten sagen das jedes Jahr, aber wir haben es ja in den Play-Ins schon gesehen. Aber für wen es gut aussieht, für Misfits. Call me on that. Die werden ihre Gruppe richtig weit oben abschließen. Vielleicht nicht Weltmeister. Ja, da steht auf jeden Fall Korea wieder ganz oben. Vor allen Dingen aber diesmal Longsu. Vielleicht sehen wir kein SKT, würde mich sehr freuen. Also da wird es nochmal ein richtiges Battle geben. Denn Longsu, die haben schon geile Spieler dabei. Also wenn man sich so ein bisschen an die, an Summer Split erinnert, sage ich mal, in Korea, das war schon wirklich gut, was die abgeliefert haben. Und ich denke, die werden eins der Top-Teams sein. Ich sag an der Stelle einfach, Misfits ist so ein kleiner Schläfer. Die haben sich noch nie großartig auf die internationale Stage begeben. Keiner weiß, wie sie dort performen werden. Und ich denke, wenn die sich richtig ins Zeug legen, dann ist da natürlich ein bisschen was geboten. Ich hoffe zumindest, dass wir uns nicht enttäuschen werden. Und vielleicht sieht man ja da für uns so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Bezüglich hinsichtlich der Gruppenphasen mache ich mir ein bisschen um Fnatic Sorgen, muss ich sagen. Ja, Young Generation, zwei Games, wirklich Fnatic in die Enge gedrängt. Und Gigabyte Marines ist quasi so der große Bruder von Young Generation. Und Young Generation ist 3 Jahre und Gigabyte Marines 24, so nach dem Motto. Also das könnte ziemlich schwierig werden. Die Misfits, unsere Höppelepöps, ne, die sind ja auch wieder am Start. Grüße gehen raus. Trotzdem, wenn die auf Fnatic treffen sollten irgendwann, dann müssen sie natürlich dann nochmal aufhören, da zu gewinnen. So wie bei den Playoffs, das war nicht so schön. Natürlich hofft man auf Überraschungen und die Worlds sind auch dann spannend, wenn wirklich Regionen gegen Regionen spielen und nicht das Finale aus zwei koreanischen Teams besteht. Aber die Play-In-Phase hat uns eine gute Vorbereitung darauf gegeben, wie denn die Picks bzw. die Bans auch aussehen, was für Champions da eher favorisiert werden. Und ich denke, das ist ein guter Anhaltspunkt, sowohl für die Teams, die jetzt in der Play-In-Phase sich behaupten mussten, als auch die Teams, die sich natürlich entsprechend in Korea vorbereitet haben, um dann in China zu performen. Generell natürlich die koreanischen Teams mal wieder die Top-Favoriten und das wäre, glaube ich, ein Frevel, wenn man SKT nicht mit zum Favoritenkreis zählt, weil das sind sie halt irgendwie immer. Aber wenn wir über den Westen reden, dann sieht es ziemlich düster aus. Ein Hoffnungsschimmer am Horizont könnte allerdings Fnatic werden. Wer weiß, vielleicht kommt Europa ja doch wieder ins Halbfinale. Ich freue mich aber auch gerade auf RNG, Uzi. Der möchte natürlich endlich mal was gewinnen. Uzi, ich bin da so ein kleiner Fanboy, finde ich super gut auf AD Carry und aktuell ist ja AD Carry Meta. Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt. Aber ja, ich denke prinzipiell, dass ich überrascht wäre, wenn wir im Halbfinale nicht 3 Koreaner sehen werden. Und nun gehen die Worlds richtig los. Worlds sind immer so das Größte, was einem passieren kann in League of Legends. Und dementsprechend muss man dann natürlich auch schauen, dass man das Ganze mit verfolgt. Und das könnt ihr bei uns tun. Und da freue ich mich drauf. Und ich freue mich. Na, nicht so wie die anderen, die sagen, EU ist Kacke. Ich freue mich einfach. Das wird gut. Schaltet ein. Haut da rein. Go Gigabyte Marines.